In der Corona-Zeit ist es sehr interessant zu sehen, dass jede Schule auf verschiedene Arten mit der aktuellen Situation umgeht. Es gibt individuelle Regeln und Schutzmaßnahmen für die Schulgemeinschaft. Heute stellen wir euch das Ratz-Gymnasium Peine vor und betrachten die dortigen Umstände genauer. Das Ratz-Gymnasium nimmt die Lage sehr ernst und hat überall Hinweise aufgestellt, um auf den Mindestabstand von 1,50 Meter aufmerksam zu machen. Zudem gibt es klar definierte Bereiche, in denen sich die Schüler aufhalten dürfen. Was hat sich besonders an deinem Tagesablauf in der Schule verändert? Jetzt müssen wir Masken im Unterricht aufsetzen, damit das Corona-Risiko verringert wird. Außerdem, wenn wir auf Toilette müssen, müssen wir Klammern an die Tür hängen. Außerdem ist nur eine Maximalzahl an Personen auf der Toilette erlaubt. Wir müssen Abstand halten, um uns und andere Schüler zu schützen. Was denkst du über die dringende Empfehlung der Schule, eine Maske auch im Unterricht zu tragen? Es verringert das Corona-Risiko, was ich schon besser finde, weil wir ja nicht alle krank werden wollen. Auf was freust du dich dann am meisten, wenn die Corona-Zeit vorbei ist? Dass ich ohne Maske auch im Schulgelände und auch auf dem Schulhof gehen kann. Damit sich nicht hunderte von Schülern in den Toilettenräumen treffen, gibt es an der Schule ein Wäscheklammersystem. Jeder Schüler besitzt eine Wäscheklammer, auf der sein Name steht. An der Toilettentür hängt eine Schnur, an der man die Wäscheklammer befestigt. Dort dürfen nur je nach Raum eine bestimmte Anzahl an Klammern hängen. Wenn die maximale Anzahl erreicht ist, muss man vor der Tür warten. Im Unterricht ist es schwer, die Abstände einzuhalten, da die gesamte Klasse wieder unterrichtet wird. Deshalb folgen alle Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrer der Empfehlung, auch im Unterricht eine Maske zu tragen. Hierdurch wollen sich alle gegenseitig vor dem Virus schützen. Was hat sich besonders an deinem Tagesablauf in der Schule verändert? Ja, ich muss die Maske halt immer tragen. Ich muss halt Abstand zu anderen Schülern halten und das war's eigentlich. Und was denkst du über die dringende Empfehlung der Schule, eine Maske auch im Unterricht zu tragen? Ich finde, es bringt schon was, wenn man halt wirklich nah beieinander ist und nicht den Mindestabstand halten kann. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt genug Abstand hat, dann muss man die eigentlich, glaube ich, nicht tragen. Auf was freust du dich auch am meisten, wenn die Corona-Zeit endlich vorbei ist? Ja, dass ich die Maske nicht mehr tragen muss und ja, das war's. Was hat sich besonders in deinem Tagesablauf in der Schule verändert? Ja, eigentlich nichts. Ich muss halt nur morgens meine Maske einpacken. Wir haben halt extra Pausenzeiten, was doof ist, weil man zum Teil halt seine Freundin nicht auf dem Schulhof sieht. Aber ansonsten ist eigentlich alles geblieben. Und was denkst du über die dringende Empfehlung der Schule, eine Maske auch im Unterricht zu tragen? Ich finde es so ein bisschen absurd, weil wir ja sowieso in den 5-Minuten-Pausen unsere Maske absetzen. Und deswegen, so eine Infektion geht auch in einer Sekunde. Also den Sinn dahinter verstehe ich nicht. Und auf was freust du dich am meisten, wenn die Corona-Zeit vorbei ist? Ich freue mich darauf, dass wir endlich wieder alle zusammen Pause haben. Ja, und dass ich halt meine Maske nicht mehr tragen muss. Und dass wir auf den Toiletten halt nicht mehr die Klammer anhängen müssen. Das Schulleben ist durch die Corona-Pandemie auf den Kopf gestellt worden. Der Wunsch nach Normalität ist sehr groß. Die Schülerinnen und Schüler am Ratz-Gymnasium halten weiterhin tapfer durch und stehen die Krise gemeinsam durch, indem sie gegenseitig auf sich achten.